Ich habe ja schon einige Videos zum Mayring gemacht, ja, wie man ihn zähmt, was er für Fähigkeiten hat und wie er auch mit dem Egg Incubator wunderbar funktioniert. Allerdings habe ich immer eine Sache außer Acht gelassen, und zwar die Tatsache, dass er beim Imprinten, also beim Prägen, tatsächlich helfen kann. Moin, mein Name ist Nico der Profi, hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Ark und vor allem aktuell um Genesis 2. Wenn du darauf Bock hast, lass gerne ein Abo da. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Eins vorweg, nein, der Mayring, so meine Information, imprintet nicht für euch. Ich habe im Ark-Wiki dazu nichts gefunden. Einige haben zwar auf YouTube geschrieben, dass er durchaus bei ihnen auch imprinten würde, allerdings haben die das bei mir noch nicht gemacht. Aber es gibt eine Fähigkeit, die dabei helfen kann, dass ihr besser imprinten könnt. Und das ist folgende, wenn euch das vielleicht schon mal aufgefallen ist. Die Mayrings legen auf jeden Fall auch Eier. Ich habe jetzt mal hier ein paar Stück aufgestellt und auch noch einen Oviraptor mit dazugestellt, damit das alles nochmal ein bisschen schneller geht. Wir können das Ganze mal eben hier aufsammeln und dann erkläre ich euch mal, was das mit den Eiern auf sich hat. Das kriegen wir gerade nicht. Nehmen wir das nächste. Kein Problem. So, hier sehen wir schon Simple Mayring Egg. Ich weiß nicht, seht ihr das? Wahrscheinlich nicht, weil ich davor bin. Egal, wo die Cam ist, die ist überall verkehrt. Wir gucken uns das aber gleich im Inventar an. Ich sammle das mal kurz hier auf. Wir haben uns jetzt hier ein paar Eier aufgesammelt und wir schauen uns das Ganze mal an. Also, wir haben jetzt hier ein Superior Mayring Egg. Wir haben hier ein Basic Mayring Egg. Wir haben hier ein Regular Mayring Egg, ein Simple Mayring Egg, das ist ein Rex-Ei und wir haben ein Exceptional Mayring Egg. Was bedeutet das nun für uns und das Imprinten bei den Dinos? Zunächst einmal, offensichtlich droppen Mayring alle Arten von Eiern. Also wem das jetzt aufgefallen ist, ne? Regular, Basic, Simple, Superior, das sind auch alles die Namen vom Kibbel, die es jeweils gibt. Und ich kann euch mal nebenbei noch die Wahrscheinlichkeiten mit einblenden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ihr das und das Ei rausbekommt. Warum ist das jetzt so eine gute Sache? Naja, wenn ihr alle Eier rausbekommt, dann könnt ihr theoretisch auch jedes Kibbel kochen. Und Leute, die viel züchten oder ihre Dinos halt auch imprinten wollen, wissen, dass man nicht immer das richtige Kibbel am Start hat. Denn bei mir ist es beispielsweise so, dass ich eigentlich immer nur eine Dino-Art in der Base stehen habe. Das sind bei mir meistens Rexe, die dann eben die Rex-Eier für mich hier droppen, und daraus mache ich dann eben immer das Exceptional Kibbel, weil das für fast alle Kreaturen reicht, ne? Weil Kibbel ist ja eben abwärtskompatibel, das heißt, auch wenn du einen Exceptional Kibbel hast, aber den Dino eigentlich Basic Kibbel haben möchte, dann ist das vollkommen okay. Einige sehen das als Verschwendung an, ich finde das einfach nur super effektiv, weil ich muss nur ein paar Rexe zähmen und kann dann mit der Kibbelproduktion loslegen. Warum spielt der Mayring da jetzt so gut rein? Beim Imprinten ist es so, dass die Tiere nicht immer unbedingt, ja, das Exceptional Kibbel haben wollen, sondern sie wollen auch mal Basic Kibbel haben. Sie wollen Simple Kibbel haben und sie wollen auch mal Regular Kibbel haben. Und sonst müsstet ihr euch eben aus dieser Sparte jeweils immer ein paar Dinos zähmen, damit ihr eben die Eier bekommen könnt. Oder ihr holt euch einfach ein paar Mayrings, die sowieso super nice sind, und stellt die bei euch in die Base. Und dann habt ihr quasi zwei verschiedene Dino-Arten in der Base, um Kibbel zu produzieren. Und ihr könnt fast jedes Kibbel produzieren, denn ja, auf ein Extraordinary oder auf ein Special Egg sozusagen ist ja die Chance bei 2,5%. Und ich glaube, wir haben bisher auch noch keins gefunden hier, ne? Bei den ganzen Eiern, die wir rausgesucht haben. Wir hatten mittlerweile jetzt jedes dabei, aber ein Special Mayring Egg ist noch nicht dabei. Einige nutzen das auch komplett für die normale Kibbelproduktion, um Dinos zu zähmen. Das finde ich ein bisschen, ja, schwierig, ne? Weil wenn man sich die Wahrscheinlichkeiten anguckt, dann ist es ja auch so, dass man nicht immer unbedingt in der Masse die Eier rausbekommt, die man jetzt haben müsste. Deswegen empfehle ich auf jeden Fall diese Kombination Rex Mayring oder Yuti Mayring, je nachdem, ne? Im Yuti bist du komplett abgesichert, da kannst du wirklich alle Dinos oder Kreaturen mit zähmen. Aber wie gesagt, einfach hier langlaufen, immer mal wieder die Eier mit aufsammeln, einfach in den Kühlschrank reinpacken, und wenn ihr dann eben ein Basic Kibbel braucht zum Imprinten, dann könnt ihr euch das eben einfach ganz, ganz schnell machen, oder ihr habt es einfach schon vorbereitet. Beziehungsweise ihr könnt natürlich die Dinos auch einmal in eine Kryokapsel packen, wieder rausschmeißen, dann wollen die meistens auch was anderes haben, also sie wollen dann was anderes haben. Aber vielleicht wollen sie dann statt einem Simple Kibbel dort das Basic Kibbel haben, und so könnt ihr es dann eben herstellen. Ich finde, das ist eine mega nice Sache, habe ich komplett unterschätzt, ist mir erst so der Gedanke gekommen, naja, aber so kann man es ja nutzen fürs Imprinten, eigentlich eine richtig, richtig geile Sache. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, denn so wird das Video anderen Leuten angezeigt. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.